Sirene hört, dann fühlt Sam sich nicht gestört. Wenn dir plötzlich was passiert, kommt er sofort garantiert. Bewundert und beliebt ist euer Wehrmann Sam, weil es ihm einmal gibt. Sucht ihr im Ort nach dem tapfersten Mann, Sam wohnt gleich nebenan. Und die Bandits Feuerwehr, ohne Sam verloren wär. Aber auch die ganze Crew rettet, löscht und packt fest zu. Bewundert und beliebt ist Feuerwehrmann Sam, weil es ihn einmal gibt. Sucht ihr im Ort nach dem tapfersten Mann, Sam wohnt gleich nebenan. Also, dann stellen Sie sich jetzt einmal vor, Herr Witt, dass unser Fernseher in Flammen steht. Hä? Und sehen Sie vor sich, wie der brennt? Ich probier's grad, Chef. Oh, ist ja gleich. Das Fernseher brennt! Das Fernseher brennt! Das ist schon gut, Erwin. Das ist nur eine Übung. Gut. Und wie würden Sie das Feuer löschen, Erwin? Denk Wasser drüber, und zwar schnell! Halt, das ist gar keine gute Idee, ein Elektrogerät mit Wasser zu löschen, Erwin. Da könntest du dann böse heiß putzen. Immer zuerst den Stecker rausziehen. Gut gemacht! Verband. Sicherheitsnadeln. Und schon wieder ein Teddybär verpflegt in Rekordzeit. Was ist denn los, Mandy? Ich glaube, ich bin zu alt für Teddy. Ich kann nicht einmal einen richtigen Bär haben. Unser Haus ist doch nicht gross genug für einen richtigen Bär. Und weisst, wilde Tiere gehen nicht als Haustier. Und was ist denn mit einem Pony? Nein, wir haben ja gar keine Weide. Ein Vogel? Nein, du weißt, ich bin allergisch auf Vogelfedern. Da muss ich immer niessen. Aber dann dafür eine Schlange. Die haben Schuppen. Nein. Aber was darf ich denn als Haustier? Und das wäre mit Ihnen passiert, Erwin, wenn ihr Wasser über den Fernseher geleert hättet. Ja, furchtbar. Ganz genau. Also, immer Vorsicht im Umgang mit Feuer bei elektrischen Anlagen. Mannschaft, abtreten. Hau's ab, du pelziger Räuber, du! Das frisst, glaub ich, gern das Kabel von unserem Wasserkocher. Halt so schlimm. Ich mach uns jetzt zuerst mal einen Tee. Zuerst wird das Kabel repariert, Erwin. Opferreis, du vertreibst mir alle Kunden. Ist doch wahr. Man weiss ja nicht, was alles in deinem Pelz hockt. Wenn ich den Köder verwünscht, den lernt das Rösli-Weber aber kennen. Was heißt denn, Herr Rexli? Hey, lass das Eichhörnli sofort in Ruhe. Du solltest dich aber schämen, Rexli. Gehst immer auf die Kleinen los. Möchtest du mit mir heimkommen? So, du weißt, was du zu tun hast. Ich muss deine Mami ablenken und du schleichst ins Haus mit dem Eichhörnli. Ich weiss schon, wenn ich es mache. Das ist komisch. Ah, hi Mandy. Hi Mami. Schö! Gesundheit. Oh, danke. Oh, schon wieder Gesundheit. Oh,
Ich weiß auch nicht, was plötzlich los ist. Es ist, wie wenn irgendjemand ein Tier rumgegangen wäre. Oh, vielleicht eine Heuschnuppe, Mami. Was? Im September? Gesundheit, Mami. Oh, hast du Hunger? So schön da warten und ich hol dir etwas zu essen. Kannst Fernsehen schauen, wenn du willst. Hunger? Lust auf einen feinen Riegel? Warum probieren Sie nicht Akorn? Der neue Knusper-Snack. Der ist so lässig, nussig, dass ihn sogar Eichhörnchen kostet. Mami, haben wir noch mit etwas anderes als nur die Käse und Zwiebelchips? Salz und Paprika. Ich glaube, das hat es eben nicht gern. Ich meine, ich hätte eben nicht so gern. Rauch? Mir geht im Speck. Ich habe im Kästchen geschaut, Mami, aber ich habe nichts gefunden. Nein, Rauch! Es brennt bei uns im Haus. Oh nein! So, das hätten wir, Erwin. Fast wie neu. Dankeschön, Petra. Wo das Feuer und Flammen? Es ist ein Feuer ausgebrochen beim Schmieden. Verlieren wir besser keine Zeit. Komm, Erwin. Keine Zeit jetzt für Tee. Meine Geschirrwäschmaschine, der Schützstein, meine ganzen sanitären Anlagen, von meiner ganzen Arbeit bleibt nur noch Aschen und Rauch. Nicht so schlimm. Das Wichtigste ist doch, dass wir alle können flüchten können. Mein Eichhörnchen! Mandy, komm zurück! Mandy, komm raus! Ist noch jemand im Gebäude? Die Mandy ist noch mal die Stege auf. Keine Angst. Ich hole sie raus. Bleib, wo du bist, Mandy. Ich komme. Du darfst nie vergessen, Mandy, wenn ein Haus brennt, ins Freie gehen und draußen bleiben. Endlich, Sammy! Sitz ab, Mandy. Lass den Rauch über dich wegziehen. Oh, Mandy, ist etwas passiert? Armes Eichhörnli. Ich kann sie über Fernsehen schauen lassen. Der Eichhörnli? Und das Fernsehen? Das sieht nach einem Kurzschluss aus. Erwin, schalt den Strom ab. Schalter weg. Aber mein Eichhörnli! Da ist es. Darum habe ich immer so müssen. Atsch! So fest müssen niessen. Oh, excuse, Mami. Darf ich es gleich behalten? Es macht sicher nichts mehr, ich verspreche es. Ganz sicher nicht. Oh, Mami. Deine Mami hat recht, Mandy. Eichhörnchen sind kein Haustier. Die können beißen und die gehören wirklich raus auf die Bäume. Es ist auch viel zu lebendig für ein Haustier. Oh! Atsch! Bewundert und beliebt ist Feuerwehrmann Sam, weil es ihn einmal gibt. Sucht ihr im Ort nach dem tapfersten Mann. Sam wohnt gleich neben.